zu? Ist auch schon zu. Ist auch zu. Okay. Steigen wir hier mal ein. Dann geht das hier wieder hoch. Gehen wir schon durch, ja. Sehr schön. Dann geht es jetzt vor. Gut, dann steigen wir hier ein. Dann geht es hier wieder zurück. Au. Ja, sorry, Mann. Ja, Alter. Läuft da einfach über die Straße drüber. Wow. Naja, sorry. Ich darf das. Ich frag mich ja ehrlich gesagt auch noch, wie das hier alles passieren konnte. Ich hab doch nur Let's Plays von den Fizz-Feuerwehrspielen gemacht und auf einmal sitze ich hier auf dem Beifahrersitz. Tja. So passiert das halt. Es kann ganz schnell gehen. Hat man mal noch Let's Plays und da sitzt man auf einmal im Spiel drinnen. So schnell kann das gehen. Ja. So, wir gehen jetzt schon das Auto mal tanken. Achso, wir kriegen gleich einen Einsatz, dann natürlich nicht. So, wer sagt ihm Bescheid? Wir fahren natürlich nicht 70 km/h. Wir bleiben auch nicht bei Rot stehen. Macht ihr so komische Geräusche? So, gehen wir hier mal tanken. Sieht sich schon aus. Tanken wir mal voll. Stimmt der Ölstand? Wir prüfen sofort. Was hier prüfen? Wir prüfen sofort. Na dann kommt doch mal wer raus. Hallo? Ist da jemand? Ist da jemand? Steht ja, wir prüfen sofort. Wir prüfen, ja. So, machen wir wieder zu. Einsatzbefehl für Florian 8. Aus Brunsdorf kam eine Alarmierung rein. Hier hat eine der Brandmeldeanlagen ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich dorthin und überprüfe die Lage. Viel Glück. Du solltest Florian 8 am Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Machen wir doch. Ich muss dir vorher danken. So, dann geht's jetzt nach oben. Nach Brunsdorf. Da ist anscheinend wieder was passiert. Na, immerhin konnten wir tanken. Das ist ja schon mal was. Ich möchte an dieser Stelle mal die Jungs vom Vertrieb und vom Marketing grüßen. Und natürlich auch meine Oma in Bielefeld. Sehr schön. Freut mich, dass du das gerne machen möchtest. Grüß mal deine Oma. So, wieder hier ranzoomen, damit wir genau sehen, wo das ist. Es geht mit Num plus Minus. Übrigens könnt ihr auch eine Taschenlampe anschalten. Ich habe letzte Nacht vielleicht einen Schwachsinn geträumt. Ich komme auf die Wache, Florian mache einen Spind auf und dann steht ein Besen mit riesigen Augen, einen Feuerwehrhelm auf dem Kopf und schaut mich blöd an. Oh, wo soll denn das sein? Nee, falsche Seite. Hier irgendwo? Huch! Ja, danke, fahre ich mich noch rein. Ne, hier nur Feuerwehrmann. Ach, hier. Brennst du denn hier auch irgendwo? Ich sehe hier nichts brennen. Dreimal
Einmal darfst du raten. Nur mal wieder das Übliche mit dem Brandmelder. Verstanden. Florian 8 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Was ist denn hier los? Aha. Ich frag da jetzt mal nicht nach. Okay, hier haben wir auch die Taschenlampe mit F. Fotoautomat. 4 Bilder, 2 Euro. Hier, ich will ein Foto machen. Oh Mann, das geht auch nicht. Können wir den Kaugummi rausdrücken? Nee. Okay. Dann fahren wir wieder zurück. Sorry. Kein Stress. Alles gut. Was ist denn hier für ein Stau? Oh Mann, oh Mann. Ruhe hier. Alles mit der Ruhe. Der Warndreieck oder Absperrhut kannst du Sachen absperren. So, also fahren wir mal. Was ist denn das Geräusch? Ich könnte echt noch eine Stunde Schlaf ertragen. Schlaf. Aha. Wow. So, hier müssen wir jetzt rechts. Ja, sehe ich vielleicht unten auf der Karte auch, aber das wäre ja zu einfach, ne? Was war eigentlich deine letzte Rolle? Ich musste zuletzt eine fleischfressende Pflanze namens Chuck spielen. Das war vielleicht ätzend. Jeden Tag zig Stunden Maske, bis alle Blätter angeklebt waren. Dagegen ist Feuerwehrmann doch sehr entspannt. Die eingeschlossenen Personen müssen befreit werden. Kommt heil zurück. Oder bringt wenigstens die Fahrzeuge heil zurück. Florian 8 an Leitstand. Melde, Einsatz angenommen. Kein Problem, machen wir sofort. Geht's auch mal wieder woanders hin, nicht nur nach Brunstorf. Frag mich nicht warum, aber bei den Einsätzen muss ich immer an Frauen im Bikini denken. Das macht mir jetzt Angst. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich denke, bei Einsätzen solltest du eher an was anderes denken. Oder? Was meint ihr dazu? Was hält ihr davon, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ladebildschirm. Das Standrohr wird am Ufer heran angebracht und möchte den Anschluss eines B-Schlauches zum zur Wasserversorgung. So. War schneller hier. 70. Also dürfen wir 140 fahren. Hast du das mit dem Einbrecher die Tage mitbekommen, den die Polizei einfach nicht fassen konnte? Der war laut Presse wohl anti-Haft beschichtet. Anti-Haft beschichtet. Ah, ja. Ja. So geht's natürlich auch. Anti-Haft beschichtet. Ja, das ist gut. So, jetzt müssen wir welche wieder aus dem Lift befreien. Da geht sie wieder heiß her. Ich habe übrigens ein Stellenangebot von der hiesigen Flughafenfeuerwehr bekommen. Ich überlege ernsthaft, ob ich nicht ab dem nächsten Spiel dorthin wechseln soll. Ja, mach doch. Mach doch. Florian 8 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ach so. Ich will das Ding wieder runterfahren.
Beeil dich, beeil dich. Kann man das schon aufmachen? Och. Oder auf der anderen Seite? Ne, das war hier. So, ich glaube, hier geht's rein. Oder? Ja. Hallo? So. Geht das hier nicht? Müssen wir jetzt hoch? Hallo? So geht das hier nicht? Hallo? Kann ich hier verarschen? Okay. Die ist ja leicht. Florian 8 an Leitstand. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Melde den Einsatz hiermit ab. Aber die Schuhe passen ja echt doll zum Outfit. Naja. Was haben wir hier? Nix. Okay. Gehen wir hier wieder runter. Mit unserer super tollen Taschenlampe. Noch eins runter. Und hier geht's wieder raus. Oh, wieder runter damit. Da steigen wir ein. Machen das wieder hoch. Visual Imagination Software. Haben wir hier Werbung www.visualimagination.de. Was haben wir hier für ein Werbeschild? Keine Ahnung. So, dann fahren wir wieder. Fahren wir wieder zurück. Wow. Fast Food. Scheint geschlossen zu sein. Scheint so. Meier. Dann geht's hier wieder zurück zur Wache. Wir brauchen dringend mal einen Kaffee. Schon 2.20 Uhr. Die ist auch schon bald wieder auf. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich könnte mir jetzt vieles vorstellen, was ich jetzt lieber machen würde, als NPC in diesem Spiel zu sein. Was denn? Erzähl mal. Komm. Wirst du auf dem Computer sitzen und das Let's Play? Boah. Man sollte sich auf den Verkehr konzentrieren. So, gleich wieder, ja, Ladebildschirm.